Frau Abgeordnete Klump und Frau Rendi-Wagner ist zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Vizekanzler, Frau Ministerin und sehr geehrte Damen und Herren. Herr Vizekanzler, ich habe Ihnen gut zugehört und eigentlich bin ich das nicht gewohnt, was ich von Ihnen gehört habe jetzt in den letzten 10 Minuten. Vor allem diesen Hochmut und diese Arroganz, die Sie uns, dem Hohen Haus, hier gegenüber bringen, wo Sie uns auffordern, auf den Boden zurückzukommen. Ich meine, Herr Vizekanzler, das steht Ihnen auch nicht zu in dieser Form. Und ich sage Ihnen auch, ja, wenn es der Boden der Realität ist, dann ist es genau dort, wo wir sind, tagtäglich als Sozialdemokratie. Und deswegen sage ich Ihnen auch, keiner von uns hat je behauptet, dass die Bundesregierung nichts macht. Aber ich sage auch, dass es nicht genug ist, dass es der Dimension dieser Krise nicht gerecht wird und dass kein Plan dahinter ist und dass es nicht treffsicher ist. Die Corona-Krise, und vieles wurde dazu schon gesagt, fordert uns alle und sie fordert uns allen in allen Lebensbereichen. Aber einige Gruppen unserer Gesellschaft ganz besonders, das sind die älteren Menschen, das sind die Frauen, die Alleinerzieherinnen und ja, das sind die Jungen, die Jugendlichen und die Kinder. Es sind 1 Million Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade zum zweiten Mal wochenlang zu Hause gesessen sind. Zehntausende von ihnen nicht erreichbar durch die Schule, durch ihre Lehrerinnen und Lehrer. Und wissen Sie, Herr Vizekanzler, wir nehmen schon zur Kenntnis, dass es eine wissenschaftliche Diskussion gibt, was das Gefährdungspotenzial und Infektionsrisiko in Schulen betrifft. Aber eines ist klar, es hätte immer ein funktionierendes Sicherheitskonzept an den Schulen geben müssen. Und nicht erst jetzt darüber nachzudenken, nach 9 Monaten Corona-Krise, sondern seit September, seit Anfang der Schule. Das wäre notwendig gewesen. Und das steht außer Zweifel, und das sind alle Expertinnen und Experten übrigens dieser selben Meinung. Da gibt es keine Diskussion darüber. Aber es sind auch junge Menschen, die eine Lehre beginnen wollen, die fertig sind mit der Schule, die ins Arbeitsleben eintreten, die keinen Job und keine Lehre finden. Es sind junge Arbeitnehmerinnen, die vor der Krise, ein paar Monate vorher, ein paar Jahre vorher, ihre Karriere begonnen haben und die Ersten sind, die in dieser Arbeitsmarktkrise den Job verloren haben. Ja, Sie alle werden durch diese Krise und teilweise auch durch das Missmanagement der Bundesregierung viele ihrer Chancen beraubt. Das ist Zukunft. Es sind 40.000 junge Menschen, die derzeit keinen Job haben. Das ist somit 25% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ja, Deutschland hat die Hälfte der zusätzlichen Arbeitslosen. Daher der Vergleich international, Herr Vizekanzler, hinkt. Es ist eine ganze Generation, die droht, wenn nichts gemacht wird, auf dem Abstellgleis zu landen, weil das heißt vor allem Perspektivenlosigkeit. Junge Menschen, die diese Perspektivenlosigkeit ein Leben lang mitschleppen, wie einen schweren Rucksack. Und das darf nicht passieren. Da gilt es entschlossen und entschieden zu handeln, mit einem Plan für gerechte Bildungschancen, Ausbildungschancen für junge Menschen. Die Chancen, die dieses Virus so schamlos bedroht. Das Wichtigste wäre, und ich komme darauf nochmal zurück, alles zu tun, damit der Unterricht ein sicherer Unterricht wird. Sicherheitskonzepte nicht nur am Papier auszuarbeiten, sondern auch umzusetzen in allen Schulen Österreichs. Aber rüsten wir unsere Schulen auch für den digitalen Unterricht endlich so, wie es sein soll. Jedes Kind sein und ihr Tablet und ihren Laptop dafür bereitstellen. Holen wir die Schulen aus dem digitalen Steinzeitalter endlich raus. Ja, die Ganztagsschulen sollten endlich ausgebaut werden, nach dem Vorbild Wiens. Das wäre zu tun. Ein Zukunftskonvent. Ja, vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen. Nichts ist passiert in der Zwischenzeit. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überstanden. Das wissen wir alle. Und da gilt es viel zu tun, gemeinsam, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. Die Infektionszahlen müssen wir unter Kontrolle halten und Massentests sind ein Teil einer Strategie, ein Mosaikstein. Und wenn nach den öffentlichen Massentests jetzt viel über Wiederholungen und regelmäßiges Testen gesprochen wird, dann wäre ein Ansatz, regelmäßig freiwillige Selbsttests zu Hause in den Wohnzimmern zu machen. Die Möglichkeiten sind da. Und ich glaube, wir können es uns alle nicht leisten,
auf neue Möglichkeiten zu verzichten in dieser Krise. Gehen wir mutige neue Wege, um einen Lockdown zu vermeiden, in den kommenden Monaten sicher gemeinsam voranzuschreiten. Das brauchen wir, das braucht unsere nächste Generation. Und ich hoffe, wir ziehen da an einem Strang. Vielen Dank. Die SPÖ-Chefin kritisiert große Versäumnisse der Regierung. Es hätte viel früher ein Sicherheitskonzept für die Schulen geben müssen, sagt sie.